Ja, willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, wie ihr vielleicht seht, hat Chris nur noch 3 Estus-Flakons. Ja, weil ich mich auf dem Weg hierhin dumm angestellt habe. Ja, erst hat der Typ mit dem Schild ihn pariert und fast gewone-hitted und dann kamen die Hare Krishna. Und Chris war scheinbar nicht der echte Krishna und hat deswegen auf die Schnauze bekommen. Aber hey, meiner hat er die Gargoyle-Axe. Ziemlich geiles Teil. Auch und Chris hat ein anderes Schild ausgerüstet, damit er mehr Feuerresistenz hat. Wie dieses Startschild, was er hatte. Das hat nämlich 5% mehr Feuerresistenz als das andere. Und wir sind ziemlich sicher, dass das die Bratensoße fett macht. Hä? Hä? Das macht der zweite? Nicht. Ach, das ist der zweite. Öh, man hat jetzt einen getötet. Hä? Das machen beide. Hä? Die wechseln sich ab. Die sind im Prinzip identisch, die beiden Heimis. Uiuiuiui. Sei froh, dass der nicht zielen kann. So! Puh. Den hast du dich erstaunlich gut angestellt, wenn man bedenkt, wie du hier hochgelaufen bist. Du sei flipp, Mann, ey. Ja, und? Das ist gerade richtig auf mich abgesehen. Gelobt sei die Sonne! Ja, jetzt hast du 10.000 Praise Seelen. Praise the Sun! 10.000 Seelen ist doch mal schön. Wie wär's, wenn du dich mal den Dach. Den Wie wär's, wenn ich erstmal die 15 Seelen von deinem Dach hole? Ja, dann hast du 10.005. 10.727, bitte. Oh. Das war noch ein bisschen mehr als 15. Ja, was steht da drüben? 1, 2, 15. Da steht bestimmt, was soll vom Dach springen. Ja. Probier's mit Springen. Geht auf deine Sonne, schade. Warum schreiben wir nicht hier, probier's mit Springen? Weil ich das Ding nicht hab. Warum hast du das Ding nicht? Ja, weil wir noch nicht beim Händler waren, das machen wir doch gleich. Ach so. Ja. Was machen wir jetzt hier? Die Bimmel barmeln. Achtung vor den Büsse. Was? Jetzt kommst du gleich da hoch und dann steht da Manta-Roch. Pussy. Hey, Chris, das ist nicht lustig, ne? Steve Irwin, ne? Was, Steve Irwin? Achso, jetzt, oh Gott! Ah, ich denk mir gerade so, meinst du hier nicht, wie heißt er? Der Gilt? Nein! Stephen Hawking! Und da kommst du mir mit... Du weißt schon, was ich meine, oder? Ja! Ding Dong! Pause ist um, ihr kleinen Pisser, geht ihr zurück in die Klassenräume. Wir hatten jetzt seit 6000 Jahren Pause und jetzt kommt der Spasti und klingt die Glocke. Ja, wir haben doch gerade hier einen Pokémon-Kartentausch. So, da habe ich Bimmel de Bommel. Ist ja, hast du gleich mein Achievement gekriegt auf Steam. Drück mal B. Bitte. Das weiß ich schon, das habe ich vor ein paar Part noch gegoogelt. Ja. Das wollte ich mir nicht antun, dass du diese ganze Leiter runterkletterst. Ach, und dreh dich mal um. Schau mal. Da steht jetzt der Typ, der. Das ist dieser Priester, der verkauft dir praktisch, wenn du irgendwie gehauen hast, dass er dich dann nicht mehr haut. Ich will meinen Nachbarn wegen sexueller Nötigung beschuldigen, der hatte Würstchen auf dem Grill. Mhm, da muss Vergebung erbitten. Ja, erstmal die Geste erlernen. Na, sieh mal deine Hand. Das ist die beste Spottgeste im Spiel, Mann. Jo, Vergebung erbitten. Also, du hast einen Eid geleistet? Wo denn? Hab ich einen Eid Weiß ich gar nicht mehr. Du kannst hier bei dem Eid widerrufen drücken, scheinbar. Erforderlich, ich sehe die 7500. Jo, bitte. Ja, das ist halt teuer, wenn du irgendwie einen verzürnt hast. Ja, weißt du, das hätte ich ja gar nicht gebraucht, wenn einfach meine blöden Tritte funktioniert hätten. Du bist jetzt von jeder Sünde frei. Willst du nicht gucken, was er verkauft? Ach, der verkauft auch noch was? Ja, ja. Hab ich gar nicht gesehen. Sieh's. Greetings. Verkaufst du Yu-Gi-Oh! Karten? Ja, Metal Raiders Original Booster Pack. Ja, die gefällt. Gegenstand kaufen, was hat er dann alles? Läuterungsstein, reduziert Fluchsteigerung und hebt Flüche auf.
Anklage meldet Verbrechen eines Eindringlings. Ja, das kannst du machen, wenn dich jemand invasiert hat und dich umgelegt hat. Dann kannst du das auf ihn machen und dann ist es wahrscheinlich, dass andere Spieler ihn invasieren. Ach so. Prüft Liste angeklagter Spieler und Heimkehrknochen habe ich ja schon. Glaube ich zumindest. Velkas Talisman. Der hat nichts, was ich mir leisten kann. Ja, aber die Ringe sind gut. Giftresistenz und Blutresistenzring. Ja. Jetzt, wo wir Vergebung erbittet haben, heißt das ja, dass ich den Typen... Geh mal kurz ins Menü. Ich will mal kurz sehen, was du für ein Eid hast. Wo sehe ich das? Hier, oder? Ja, ich glaube, irgendwo da. Kein Eid. Oh, dann ist das wahrscheinlich einfach nur so, von wegen, falls du einen hast, kannst du. Das hätte mich auch ehrlich gewundert, wenn ich einen hätte. Ja gut, schön, dass wir den zweiten Boss geklatscht haben. Jetzt möchte ich allerdings trotzdem nochmal dahin zurück... Ja, nee, Jérôme hat der Liebe zu Croissants die Treue geschworen. Ja, ich möchte trotzdem den Typen besiegen. Aber der isst die Croissants mit Nutella, dann sind die nämlich genauso braun wie er. Darunter? Ja, guck, hier liegen die Hare Krishnas. Hare Krishna, das waren war eine Krishna. Party gestern? Boah, Mann, ich bin so blau! Und hier liegt der Typ, der Chris richtig Probleme gemacht hat. Na, das war nicht der Hare Krishna. Nee, wo willst du denn jetzt als nächstes hin? Ich will den Typen in die Schlucht treten! Den Goldenen, der mir also richtig in die Fresse poliert hat. Warum willst du den Goldenen hauen? Weil der wird bluten. Ich habe ihm gesagt, das war kein Spaß, dass ich eines Tages zurückkomme. Und das ist eines Tages. 3 Tage nach der letzten Aufnahme, die ich hochgeladen habe. Ohne Spaß, was hast du denn gegen den? Der ist scheiße, der hat mir nichts gegeben, außer auf die Fresse. Wenn das die Belohnung war, dann kassiert er jetzt. Nein, die Belohnung gibt er dir erst, nachdem du den Boss besiegt hast. Der soll mir ganz gewaltig mal ins Knie ficken hier. Der kann mich mal. Jetzt was. Ich gebe dir jetzt aber was dafür, dass er mich getötet hat. Mann, sei doch nicht immer so gemein zu dem. So, ich trainiere jetzt meinen Tritt nochmal. Kamikaze hier, wuh! Schau mal, der Typ da rechts sitzt auch schon wieder so dran, Alter. Der spaßt schon wieder. Ist der besoffen. Ich glaube, du kannst noch einen Level up machen. Ja, jetzt aber nicht. Nee, jetzt. Oh, doch! Gute Idee, dankeschön. Aufsteigen. Und zwar vielleicht mal Vitalität, oder? Oder Stärke? Vielleicht sogar für 2. Erstmal Vitalität und einmal noch Kondition. Ja, du hast sowieso keine Wahl zwischen Stärke und Beweglichkeit mehr, weil du schon 20 Punkte in Stärke hast. So, weh, der gleich... er sitzt. Ja. Hey, schau mal, da ist jemand. Ja. Hallo! Das ist ein anderer Spieler, der lässt sich jetzt bestimmt auch von dem Golden High nie verprügeln. Drück mal Y, mach die Spottgeste. Der sieht dich nicht. Ich weiß nicht, ob der dich sieht. Ich kann, glaube ich, die Gesten ja einstellen. Ja, ne? Ja, machen wir mal Y. Was haben wir denn hier? Wir wollen schon die neuen Gesten haben. So, was haben wir denn so? Hurra! Zum Bleistift. Das machen wir mal weg. Das sieh mal deiner an. Ja, mach mal, das ist richtig geil. Haut ihr mir dann auf die Fresse? Nein, das ist nur eine Geste. Ja, was willst du? Willst du auf den Maul haben? Pass auf, jetzt kommt der und haut dir auf die Fresse. Oh? Da? Was macht er? Oh. Tschüss! Das ist jetzt aber nicht nett gewesen. So, und jetzt will ich sehen, ob der ein Item drauf hat. Also, wir sind gleich wieder. Ich reconnecte hier eben mal. Bis gleich. So! Ich musste True gerade nochmal erläutern, warum ich ihn getötet habe. Menschlichkeit. Ja. Und Schutzring der Gunst. Okay. Ja. Okay, sein Argument war, weil er ein Arschloch ist. Ja, was? Verstärkt TP die Trefferpunkte. Ausdauer, Last bricht bei Entfernung. Das heißt, wenn du ihn wieder wegpackst, dann ist er kaputt. Wow! Erstmal dick HP dazu bekommen. Ja. So, Freundchen, was ist jetzt mit dir? Ach, Chris, ey. Du hast, erinnerst du dich noch an Part 2? Chris, ich dachte, du wirst wieder NPC Ah, grüß dich. Oh, da ist er weg. Okay, auf zum Aufzug. Oder ne, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Jetzt haben wir die Bimmelbobbel geläutet und jetzt müssen wir eigentlich die zweite Bimmelbobbel finden und die ist irgendwo unten, hat er doch gesagt hier. Vielleicht, ich rede jetzt nochmal mit ihm, vielleicht hat er was Neues für mich. Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you?
Ja, nee. You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Hallo. Only one more. But it's Na, going wie geht's? To be suicide. Ich bin wieder da, Chris. Achso, du warst gerade weg? Ja, ich hab deine Bildschirmertragung nicht mehr an. Oh, kleinen Moment, Leute. So, der Truder war gerade weg, weil Skype irgendwie rumgekackt hat. Ja, ich weiß nicht, ob du es noch gehört hast, aber ich habe mich gerade gefragt, wie es jetzt weitergeht, weil... Wie gesagt, das ist ja Open World, du kannst jetzt lang gehen, wo du willst. Ja, eigentlich müssen wir jetzt nach unten, denn da ist jetzt irgendwo die zweite Pimmelbammel. Genau. Aber wo ist unten? Naja, du weißt, wo oben ist, ne? Ja, oh. Dann gehst du einfach in die andere Richtung. Ich überleg grad. Ach ja, ich wollte auch noch zu dem Händler gehen einmal. Gut, dann machen wir das jetzt erstmal. Vielleicht finde ich von da dann den Weg. Ja, den legst du dann auch nochmal um, ne? Ja, einfach mal alle umbringen. Ist das alles Arschlöcher? Das sind einfach nur alles Arschlöcher. Hey du, du bist auch so ein Arschloch, deswegen bist du umgelegt. Nämlich genau so. Ja, hättest du begonnen. Hey, schau, da ist jemand gestorben. Und ich kann mir schon vorstellen, wie. Ich habe gerade mal geschaut, was das macht, dass du den Typen getötet hast. Und? Du kannst schon mal zwei Rüstungssets nicht mehr kriegen. Oh, fuck, was ist mit meinem... Wieso kann ich nicht... Hä, was ist mit meinem Controller los jetzt? Weiß nicht. Ich kann gerade die Kamera nicht mehr umstellen. Ach, jetzt geht's wieder. Ach ja, ich habe den oben anvisiert, deswegen. Ja, was kann ich nicht mehr? Zwei Rüstungssets nicht mehr kriegen. Das, was er anhatte und noch irgendein anderes Robenset. Seine Quest kannst du natürlich nicht mehr machen. Okay. Und dementsprechend, das kann ich ja jetzt sagen, weil das eh in Let's Play nicht mehr passieren wird, diese Frau, die da nicht reden kann, ne? Mhm. Wenn du seine Quest machst, dann könnte sie wieder reden. Dann wird sie mit dir reden und dir Tipps geben. Das geht jetzt auch nicht mehr. Ich habe mir mal sagen lassen, dass die irgendwie stirbt, wenn er da rumgeiert. Ja, er bringt die um und dann belebst du sie wieder. Ach so. Durch seine Quest. Und ja, dann gut. Kann sie wieder reden, weil sie ihre Zunge wiederhergestellt wird. Ach so. Und da sie die Feuerhüterin ist, ist das ziemlich geil, wenn die reden kann. Und oh, das geht doch nicht. Ja, mehr. Das Problem ist jetzt halt eben, ich habe hier zwei Infos jetzt. Und jetzt muss ich hier sehen, dass die Info, die ich vorher hatte, absoluter Bullshit war. Ja toll, jetzt habe ich halt den Ring. Ja, das ist auch schön. Dafür kriegst du sein Rüstungsset nicht mehr. Ja, mei. Kannst du mir von denen da unten ablassen, verdammte Scheiße? Gut. War ich eigentlich schon mit da? Da war ich noch gar nicht unten. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ja, aber ihmchen mache ich jetzt erstmal kaputt. Doch, ich glaube, da warst du schon unten, sonst hätte man da unten ein Item gesehen. Oh, ich wünschte, das mit dem Anvisieren würde immer gleich mal klappen. Nee, doch, da ist ein Item. Okay, du warst da noch nicht. Nee, aber deine andere Info ist ja halb richtig. Ich meine, der bringt die um. Aber, ja. Kacke. Dadurch ist auch eine ganze Quest weggefallen jetzt, ne? Ist eine Seele. Hey, guck mal, da hängt einer. Na, schön am Abhängen, ne? Na, jetzt, da kannst du sie doch jetzt auch umbringen. Da komme ich doch überhaupt nicht rein. Kannst du durchstechen. Kann ich? Ja. Na gut, das lasse ich mal gut sein. Ah, guck mal. Na, Jungs, alle da? Ja, wir sind die Vergewaltiger. Ja, ja, wir sind Furries. Ja, wir sind die Rivalen vom Vergewaltiger Löwe. Vom Vergewalt-Löwe. Haha, sehr witzig. Unsere schärfsten Rivalen sind die Kolibris. Ja, sehr amüsant. Ah, jetzt sehe ich das. Was siehst du? Hey, guck mal, da hängen nochmal welche. Tschüss! Jetzt weiß ich, was du da auch nicht mehr kriegen kannst. Ich wusste, dass da irgendwas Neues. So eine Firekeeper-Soul, mit der du dein Estus-Flakon upgraden kannst, kannst du jetzt auch weniger kriegen. Aber ich hab doch schon eine. Gibt's da ja, mehr? Ja, na klar, gibt's da mehr. Deswegen ist der plus 1 und nicht Estus-Flakon. Ja, aber ich denke mal, beim New Game Plus wär der dann wieder da, oder? Na klar, aber weißt du, wann du New Game Plus anfangen kannst? Nö. Wenn ich den Boss besiegt hab? Ja. Und das Spiel durch hast. Ja, ich denke mal, dass ich das vielleicht sogar mache. Vor dir tot.
Kommt drauf an, ob ich dann noch Spaß dran habe. Denn ich habe mir auch sagen lassen, dass man Dark Souls wirklich nur spielen soll, wenn man wirklich Lust drauf hat. Weil sonst stirbt man nur noch. Ja, also im Prinzip, wenn du keine Konzentration hast, stirbst du nur noch. Mhm. Und das kann bei mir schnell passieren. Ich weiß. Es wäre zwar recht amüsant für die Zuschauer, aber für meine Nerven wäre das absolut tödlich. Das siehst du, wäre doch super. Was ist denn hier passiert? Brauchst Menschlichkeit, aha. Ich brauche einen Scheißtrick, Freundchen. Die Nachrichten sind meistens so ein Bullshit, ne? Hallo, na, alle da? Ja, er hat mich im Ding noch getroffen, das mache ich erstmal dich da oben fertig, du Arschloch. Aber ich finde das klasse, Untertasse, dass du den da runtergetreten hast. Ja, er hat's verdient. Warum hat er es verdient? Weil er mich getötet hat mit unlauteren Mitteln. Er ist einfach nur ein dummes Arschloch. Mit unlauteren Mitteln. Du haust ihn, er sagt, lass das mal. Du haust ihn nochmal, echt ohne Spaß, mach das nicht. Haust ihn nochmal, na gut, wenn's sein muss. Ja, er ist der Arsch, Chris, er ist der Arsch. Red's dir ein. Hey, du. Ist denn Chris kleiner Welt, ist jeder ein Arsch, der nicht genau das macht, was Chris will. Schön, dass wir drüber geredet haben. Auch wenn es sterben ist. Wenn Chris sagt, ihr müsst jetzt sterben, dann müsst ihr das jetzt. Und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr ein Arschloch. Ich hab das doch gerade noch mal ein bisschen relativiert. Er ist kein Arschloch, er ist eine riesen Pussy. Warum ist er eine Pussy? Ja, weil er eine Waffe hat, die über meinen Schild drüber schlagen kann, wie es aussieht. Und vielleicht hast du auch nur nicht anständig ich geblockt. Ich hab durch den nicht geblockt. Ich hatte noch volles Stamina. Jojo, aber vielleicht hast du nicht richtig in seine Richtung geblockt. Das müssen wir... Vor allem, er ist die Pussy. Weißt du, wie du ihn getötet hast? Mit der männlichsten Art und Weise, die es gab. Hat die Klappe. Er hat dich gerade Nulpe genannt. Ja, er ist doch selber die Nulpe. Okay, gut, was haben wir denn jetzt hier alles? Also was... Nachricht verfassen, ansehen, bewerten. Ja. Da muss ich auch noch mehrere haben. Nö. Einer reicht. Echt? Ja. Blockiert bedingt, ja, das ist blöd. Hat er sonst noch irgendwas, was ich haben will? Thank you kindly. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, ihn zu schlagen, aber ich weiß nicht, ob ich es tun soll. Für alle Rüstungssets besitzen, ne? Ja, aber... Nee, jetzt nicht. Der Doomsday ist nochmal vertagt. Ja, die Leute, die nicht wichtig für die Story sind, die lässt sie leben, ne? Okay, gut. Ich will mal den Schwarzen Ritter jetzt nochmal ausprobieren. Das will ich sehen. Ja, trittst du hier auch gleich irgendwo runter, oder was? Wir machen nochmal Kondition. Wow, ich bin so cool. Ach, Chris. Ja? Ja. Alles fit? Ach, Chris, ja? Ja. Na, komm mal her hier. Dir zeige ich's. Ja, warte, ich bin gleich da. Da bin ich. Was willst du ihm denn zeigen? Deine tolle Unterhose? Mensch, jetzt verrat doch nicht gleich alles. Kann man nur so ein... Verrati sein? Ja. Ja, das liegt daran, dass du so eine Nullpippe bist. Hey. Das ist aber gestorben. Oh, schade. Oh. Der kann aber schön tanzen. Na? Wenn der fällt runter. Klasse Untertasse. Ich hab's gesagt. Das war eine Sie. So, jetzt mal gucken. Nein, es hat jetzt nicht funktioniert. Schau mal, da hinten zuckt noch. Ich will jetzt einmal dieses Parieren probieren. Ja, jetzt nicht. Jetzt macht er gleich nochmal den Angriff. So, jetzt. Scheiße. Wird schon geblockt halten. Sonst kriegst du noch mehr auf die Schnauze.
Es macht keinen Unterschied, ob du vorher blockst oder nicht. Außer, dass du auf die Schnauze kriegst, wenn du es nicht machst. Wow, das hat jetzt wunderbar funktioniert. Sehr schön. Ja, tolle Parade, Chris. Halt die Klappe. Das ist ja eine Giraffe. Aber was steht denn hier jetzt? Achtung vor dir, Wunder. Ja, ich wundere mich auch. Weil das Ding fliegt. Zäher Feind. Hä? Ich glaube, der meint die Typen, die da oben mit den Bäumchen werfen. Ah ja, die sind extrem zäh. Ja, musst du auf die Mitte der Brücke eine Nachricht schreiben. Hey, beschäftige dich nicht mit Lesen, sonst kriegst du Feuerbälle in die Fresse. Jack, hast ihn. Äußerst ärgerlich. Wo willst du jetzt eigentlich hin? Schwarzer Ritter. Achso, ja. Aber erstmal auf dem Weg hier die Hansel kaputt machen, weil die nerven. Ach, das ist aber nicht nett von dir. Das ist absolut nett. Versuch's mit Köder. Warum? Why not reinrennen und töten? Weiß ich auch nicht. Ich habe eigentlich auf den Moment gewartet, wo du einen Fehler machst und du in die Fresse kriegst und nicht darum sagen kann, aber... Nee, das war nicht gut. Gut, ich geh mal noch darauf und mach die Idioten kaputt. Ich bin sehr, sehr traurig. Ja, du bist doch nur traurig, weil ich jetzt nur einmal gestorben bin. Ja. Wobei ich sehr glücklich bin, dass du dir eine ganze Quest vermasselt hast. Ja, was soll's. Irgendeinen Misserfolg muss ich ja haben. Meinst du nicht, es war ein Misserfolg genug, offscreen von so einem Typen pariert zu werden? Wenn ich gestorben wäre, dann wäre es ein Misserfolg gewesen, aber so wie es eigentlich. Du kannst froh sein, dass du vorher schon genug Konditionen gelevelt hast. Sonst hätte er dich geone-shottet. Die Kondition verhindert, dass ich geone-shottet werde? Sie nur deine Resistenzen. Wow, ernsthaft. Stirb. Wenn Vitalität hast du noch nicht wirklich. Wird jetzt auch einer wahrscheinlich an den Typ down. Oder am schwarzen Ritter, weißt du? Ja, und er springt runter. Nee, ich glaub. Nee, der wurde gefickt, guck. Der beschwindlich geworden hat sich übergeben. Ja, der hat's auch nicht so mit Treppen. Ja, ja, du hast eben schön gesehen, wie er die Treppe runtergerollt ist und dann ja, Treppen sind aber schon türkische Dinger, ne? Türkische Dinger? Ja, türkische Dinger. Komm mal du hoch hier, komm. Türkischer Honig, meinst du? Griechischer Wein. Entweder roll doch mal runter. Was? Entweder hat der Typ sich gerade wiederbelebt oder er ist nochmal gestorben. Ja. Griechischer Wein. Roll runter die steile Treppe. Komm und kotz dich ein. Den kann man auch backsteppen, wenn er nicht mehr raufkommen würde. Kannst du ziemlich jeden normalen Gegner. Ja, aber der nervt mich gerade so ein bisschen. So. Einen haben wir noch und dann mache ich dann Feierabend mit dem Part und beim nächsten Part. Widmen wir uns dem Ritter. Und schau. Einen Cliffhanger vor so einem easy Gegner machen. Ach, halt doch einfach die Backen. Ich erinnere mich nur daran, wie du das gemacht hast. Du wirst von ihm auch geklatscht. Gut, hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Einmal, ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.